willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, wie ihr sehen könnt. Susanna lacht sich immer wieder ein ab. Und ich bin gerade bei Susanna. Es ist Freitag. Oh. Spring Break! Heute war der letzte Schultag. Am Karfreitag sind wir in die Schule gegangen. Das wird in Deutschland auch nicht vorkommen, ne? Stimmt. Karfreitag. Stimmt, ich hab's. Ich dachte, so Amerika ist so das katholischste Land, aber nee, anscheinend doch nicht. Echt so. Auf jeden Fall waren wir heute in der Schule. Und jetzt sind wir gerade bei Susanna und gehen nachher noch aufs Sommerten hoch. Wir haben schon ihr Prom-Kleid abgeholt gerade. Ja. So schön. Seht auf meinem Kanal. We're here! There's the mountain! Oh my god, it looks like a really small hill. It does. It's here. And now we're gonna walk up there. Jetzt nehmen wir die Kamera mit zum Klo. Genau. Ach, scheiße. Wir sehen einfach keine Schritte. Das müssen wir aber echt. Das wird jetzt echt mal gezeigt, weil das Ding ist, okay, ihr kennt ja in Deutschland die Privatsphäre auf dem Klo. Also ich dachte, dass die Amerikaner so ein bisschen verklemmter sind, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Ding ist, in Deutschland gehen diese Türen auf dem Klo zu, so zu, dass man da nicht mehr reingucken kann. Hier ist ein Spalt unten, rechts, links, oben, so dass du sogar oben noch über die Mauer drüber gucken kannst. Du könntest sogar unten noch runterklettern. Du könntest dich einfach neben die Klokabine stellen und reingucken, weil da so ein Spalt drin ist. Ja. Achtung, und seht ihr diesen Spalt, Susanna, guck mal da durch. Das ist einfach richtig krass. Dann da unten und guck mal, wie hoch die Mauer einfach nur ist. Susanna kann da fast drüber gucken. Und auf der anderen Seite ist da auch so ein Spalt. Guck mal auf die andere Seite. Das ist einfach richtig krass. Walmart, weil wir noch Polaroid-Bilder kaufen wollen. Es war so kalt auf dem Berg. Hier geht es jetzt wieder voll. Hier ist jetzt wieder so, keine Ahnung, um die 20 Grad, aber auf dem Berg kam es mir vor wie so 13. Es war so abartig kalt. Aber jetzt gehen wir da rein und zeige euch einfach mal, wie so ein amerikanischer Supermarkt aussieht. Yes. Ne? Wieder aus dem Walmart raus, haben eigentlich was komplett anderes gekauft, als wir eigentlich geplant haben. Ja. Hier seht ihr unsere Einkäufe